Das war doch ein sehr schöner Spaziergang. Ich habe heute tatsächlich weniger Kopfschüttler gesehen als letzte Woche. Vielleicht tut sich ja langsam was. Das war auf jeden Fall schon mal ein schönes Zeichen. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir auch bei Tageslicht hier spazieren gehen am Samstag, dass man uns sieht. Ich finde es unheimlich wichtig, gerade weil die Regionalzeitungen über uns nicht berichten, dass wir hier Tausende von Menschen zeigen, dass wir noch da sind. Und ich glaube in der Tat, es ist auch für viele von diesen Menschen sehr wichtig. Denn ich denke, wir erreichen längst nicht alle, die auch kritisch sind, die auch zweifeln. Auch hier gibt es viele, die mit dem augenblicklichen System und mit diesem Impfzwang nicht zufrieden sind. Und ich denke, wenn nächste Woche oder in zwei Wochen die allgemeine Impfpflicht beschlossen wird, werden noch mehr Leute aufwachen und werden merken, dass es sie plötzlich auch betrifft. Deshalb ist es wichtig, dass wir weitermachen. Es ist wichtig, dass wir unser Gesicht zeigen und wir das halt können lassen. Es ist wichtig, dass wir hier stehen und es ist vor allem auch wichtig, dass wir uns Leute anhören, die sonst selten gehört werden, die kein öffentliches Forum mehr bekommen, weil wir keine wirkliche Öffentlichkeit mehr haben für kritische Geister, für Menschen, die noch ihre Urteilskraft behalten haben. Wir haben das große Glück, dass wir einige gute Ärzte hier in Heidelberg haben, die dieses kritische Urteilsvermögen noch haben und die sich weiterhin kritisch mit der Situation beschäftigen. Wir werden jetzt hier auf dem Universitätsplatz zwei tolle Vorträge hören von Dr. Med. Hartmut Gehrum und Dr. Med. Gunter Frank. Und wir starten heute mit Dr. Gunter Frank, den ihr alle kennt. Ja, wie immer, liebe Selbstdenker, ich habe mir extra eine Mütze aus den USA bestellt, denn es ist hier. Genau. Ja, mein Name ist Gunter Frank, ich bin Allgemeinarzt und ja, seit Anfang der Corona-Krise auch Chronist in vielen Beiträgen. Ich fürchte, viele von Ihnen haben mich schon öfters gehört. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Es ist irgendwie alles gesagt. Dankeschön. Vielleicht einfach nochmal die neuesten Entwicklungen, die Sie ja sicherlich auch verfolgen. Also es ist die Krankenkassenzahlen zeigen einen Anstieg von bestimmten Diagnosen, also gar nicht mal unbedingt nur die gemeldeten Impfnebenwirkungen, sondern eben auch andere Diagnosen. Es sind vor allen Dingen auch die sogenannten Zahlen der INEC, das sind die gesammelten DRGs, also Diagnosen der Krankenhäuser. Ganz klarer, ziemlich starker Anstieg dieser Diagnosen, nachdem die Impfkampagne begonnen hat, im Vergleichszeitraum eben. Und vor allen Dingen auch solche ganz harten Endpunkte, die man einfach nicht wegwischen kann, wie zum Beispiel der Thomas Riesinger errechnet hat. Der war pensionierter Professor für Mathematik und Informatik an der Universität Frankfurt. Das sind heute Schwurbler, Wahnsinn. Und Thomas Riesinger kann mit Daten umgehen. Er hat errechnet, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021, also mit Beginn der Impfkampagne, unterhalb der Risikogruppen etwa 10.000 Personen zusätzlich gestorben sind. Ja, also die einfach mehr gestorben sind als im Vergleichszeitraum vorher. Und das ist noch kein Beweis, dass das Impftote sind, aber der Verdacht liegt natürlich nah, weil eine andere Ursache muss man erstmal suchen, was es sein könnte. Den BKK-Skandal haben Sie auch alle mitbekommen. Ja, der Vorsitzende der BKK, ich habe mit einem Journalist gesprochen, der also mit ihm auch ein längeres Gespräch geführt hat, sagt, er war sich voll bewusst gewesen, was für ein massives Gegenfeuer das geben wird. Er war 20 Jahre lang im Vorstand der BKK Provita
aber er musste es einfach tun, weil sein Gewissen es ihm vorgegeben hat. Und dann, wie ein FDP-Abgeordneter, der im Verwaltungsrat sitzt, dann auch beschrieben hat, die Atmosphäre in der eiligst herbeigerufenen Vorstandssitzung, wo es dann nicht mehr um Argumente geht, sondern einfach nur in einer, ja, inquisitorischen Atmosphäre, wir müssen den Querdenker rausschmeißen und so weiter, was sie dann auch getan haben, natürlich einen Tag vor dem Gespräch mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Also ich weiß es nicht, was man da noch machen muss, damit ein bedingt zugelassenes Medikament endlich vom Markt genommen wird. Ich kann mir erinnern, also die normalen, regulär zugelassenen Medikamente, wenn da Auffälligkeiten da waren, da mussten nicht mal Todesfälle auftreten, wurde die Zulassung ausgesetzt, bis das überprüft wurde. Viele Arzneimittel sind vom Markt geflogen, Sibutramin oder die ganzen Muskelrelaxantien. Und hier haben wir 10.000 ungeklärte Todesfälle mit Beginn der Impfkampagne und die lassen das Zeug immer noch auf dem Markt. Unfassbar, der Hochschädel, der lebendige Geist, ja, die Universität Heidelberg, eine Reanimationsgeschichte, ja, der sieht von mir. Dann die vielen, die wirklich heftige Impfnebenwirkungen haben und von ihren Ärzten einfach nicht ernst genommen werden. Die Irren, das sind Tausende und Tausende unterwegs, denen es schlecht geht und um die sich keiner kümmert. Die abgelehnt werden, die werden sie dann krankgeschrieben, werden sie dann aus psychosomatischen Gründen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und ja, was will man eigentlich dazu noch sagen? Was nun wirklich, wenn man glaubt, die Politik kann nicht tiefer sinken, dann wird man schon wieder überrascht. Jetzt versucht man in 2 Wochen tatsächlich die Impfpflicht über 18 durchzusetzen. Mit einem Gesetzesentwurf, der so weitreichend ist, ja, der aus uns letztendlich alles nur noch quasi Dauergeimpfte macht im Abo. Und zwar gar nicht, und die Impfstoffe müssen gar nicht nachweisen, dass sie irgendwas taugen oder dass sie ungefährlich sind. Es ist unfassbar und die versuchen das jetzt durchzupeitschen. Und vor allen Dingen, das liegt mir jetzt wirklich, das ist wirklich wichtig mal zu sagen, sie nutzen dazu die Opfer dieses fürchterlichen Angriffskrieges. Sie nutzen die Opfer der Ukraine, die Leute, die da jetzt leiden müssen, sie nutzen diese Opfer aus, um im Windschatten dieses Krieges jetzt dieses Gesetz durchzuprügeln. Wie tief muss man eigentlich sinken? Ihr seht ja selber, wir sind hier 150, 200, wir sind keine 2000, wir sind keine 20.000. Da muss man schon mal tief durchatmen. Ja, ich glaube, dass viele einfach noch nicht begriffen haben, was es hier eigentlich geht. Weil es wird ja nicht aufhören mit der Impfpflicht. Dann kommt die nächste Übergriffigkeit. Dann kommt die nächste, außer Kraft setzen unseres Rechtsstaats wegen anderen Themen. Weil sie haben einfach keinen Respekt mehr vor unserem Land und unseren Gesetzen. Das ist einfach unfassbar. Ich kann Ihnen, euch einfach nur sagen, dass ich die tiefe Überzeugung habe, dass das Ding fallen wird. Ja? Es wird, diese Riesenblase wird immer weiter aufgebläht. Sie haben immer, ihnen geht immer mehr in die Muffe, dass es irgendwann rauskommt, dass es irgendwann endlich in die öffentliche Bewusstsein dringt, was da eigentlich läuft, wie man mit der Gesundheit der Bevölkerung spielt. Die Aggression wird immer stärker, die Blase immer größer und sie wird platzen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Das Problem ist nur, wir wissen nicht wann. Und ich hoffe, dass immer mehr Leute begreifen, dass wir hier nicht nur für uns stehen, sondern für alle. Wir stehen ja auch für die Polizei. Und auch hier, es gibt immer wieder diese positiven Nachrichten. Also eine Polizeigewerkschaft hat sich jetzt gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Also für diese Polizisten stehen wir auch hier. Also ich möchte heute einfach enden, dass wir
einfach durchhalten müssen. Wir müssen weitermachen, wir müssen einfach versuchen, auch in die Kreise zu kommen, die noch nicht wirklich mitmachen wollen bei diesem Protest, die noch unter Angst stehen. Wir müssen einfach die Leute dann aufnehmen, wir müssen sie aufklären und hoffen, dass irgendwann bei denen der Groschen fällt, dass hier vielleicht mal 2.000 stehen oder 10.000. Und dann haben wir es geschafft. Halten wir durch. Danke euch. Vielen Dank, Dr. Frank.